Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Part zu Path of Exile Delirium League mit der schönen Adelstochter oder Skyen auf Englisch. Ist viel bequemer, viel leichter. Jo, wir sind jetzt nun in Akt 6. Ja, Akt 6. Und müssen hier ja, eine Frau retten. Nessa heißt sie, glaube ich. Und, ja, es hat etwas sich getan. Also ich bin immer noch voller MF, Magic Find Items, erhöhte Qualität und erhöhte Qualität von den Items tragen. Also es kann sein, dass ich mal sterbe oder einfach zu schwach sind zu einem Gegner, aber das ist eher nicht so. Weil der Bild ist natürlich schon overpowered. Nur eben die Defensive stimmt noch nicht. Ich habe noch keine Schildnots geholt. Ja, die müssen wir ab jetzt eigentlich holen. Sonst sterben wir dann plötzlich immer wieder. Und, ja. Diese Metriten, wie sagen wir den Feuerhagel oder so etwas. Der ist schon recht stark bei diesen Gegnern. Da müsst ihr halt ein paar Heiltränke mehr trinken. So. Aber Resistenzen sind auf 75. Okay, hier ist sie. Sie wurde in eine Meerjungfrau verwandelt und muss jetzt dort bleiben und so. Kann nicht mehr raus auf Land. Schade. Nerviger Fluch. Aber. Ja. Gott hat halt sie verflucht. Ja, jetzt gehen wir eigentlich so langsam die Götter. Also, Kitaba war ja. Einer der ganz großen Götter, aber der, gegen den haben wir verloren. In der Mitte des Kampfes. Den habe ich, glaube ich, anfangs dieses Projektes gezeigt. Oder ja, nein, vor ein paar Parts am Ende gezeigt. Im 10. Akt. Ist ja ungefähr das gleiche wie beim 5. Akt. Und, ja. Ich habe noch einen anderen Charakter jetzt hochgetrieben. Ich habe ja gesagt, ich möchte einen Bleed Gladiator machen mit Bogen. Und der läuft wie Butter. Also, da muss ich nur einmal Pfeilhagel einsetzen. Ich habe Pfeilfächer nicht so gerne. Lieber Pfeilhagel im Moment noch. Und alle Gegner verbluten in Windeseil. Also, ja, innerhalb von 2 Sekunden sind sie alle tot. Egal wie dick sie sind. Und er ist fast jetzt schon weiter als dieser Charakter, aber diesem Charakter macht es mehr Spaß und ich muss fürs Endgame sowieso diesen Charakter haben. Deshalb, ja. Für MF-Sachen, ja, zeige ich den anderen Charakter dann. Also das wird wahrscheinlich der letzte Part sein mit diesem Charakter mit MF-Items, weil ich die MF-Items dann drüben brauche. Ja. Aber ihr seht, es läuft auch wie Butter. Einfach muss man die ganze Zeit irgendwie zum Gegner laufen. Das ist der einzige Unterschied zum anderen Bild. Man muss zum Gegner laufen noch ein bisschen. Aber das können wir ja mit dem Sprung nämlich sehr gut machen. So, Tukahoma. Na, wie geht's dir? Der ist speziell, der hat einen großen Totem, der eigentlich sehr viel Schaden anrichten kann. Und deshalb müsst ihr dem Totem eigentlich so ausweichen, dass ihr nicht getroffen werdet. Indem wir schön einen Bewegungs-Skill haben, der eigentlich ziemlich gut auch ja, drüber hüpfen. Genau. Und schon ist er tot. Sehr gut. Auen haben wir zum Glück auch alle an. Ich hab's nicht vergessen. Neue Skelettes. Das ist ein Mega-General-Skelett hier. Mit Schild sogar noch. Ich finde den Bogenschützen eigentlich gut, am besten mit dem Pfeilregen. Der Hagel? Das ist gar nicht besser. Aber vor allem... Ja, ich könnte ja nachher gleich noch den Lead Gladiator zeigen, aber... Nee, noch nicht jetzt. Er ist noch recht langweilig. Weil eben die Gegner viel zu wenig Leben haben noch. Bringt es eigentlich eins noch nicht. Oh, Silbermünzen, das ist gut. Ich mache nämlich ganz viele von den Progressi. Weil ich ein paar ja, Items upgraden muss. Zum Beispiel der eine Bogen mit den vielen Seiten da. Ich den Namen auch gar nicht so weiß.
So, jetzt nehmen wir die Minion Knots. Und dann ist eigentlich genug Minion Knots. Eigentlich schon jetzt genug. Ich sollte eigentlich jetzt schon nach Shade gehen, aber ich habe so ein schlechtes Shade. Ich möchte gerne das andere Shade verwenden. Das können wir ja nachher noch kurz ein bisschen craften, also die Sockel craften. Weil, ja, so viel MF muss ich jetzt wirklich nicht haben. Ja, und man merkt es, bei ganz zähen Monstern geht ein bisschen länger als beim Lead Gladiator. Naja. Also Gladiator ist übrigens der Duellist. Der wird später, kann er zum Gladiator, zum Champion oder zum Ding werden. Slayer. Schlechter. Also das macht mir überhaupt nicht aus. Das war sehr schwer mit dem Voliert Dead Necromancer. Einfach da drin zu bleiben und so. Also müssen wir sofort wieder raus teleportieren. Und hier im Ding macht es wirklich gar nichts mehr aus. Nachher noch ein bisschen Magic, Life Leech Mensch. So, und wir kommen auch auf 4, denke ich. 3 wahrscheinlich. Ende 3. Es geht jetzt wieder hier zurück, das ist nicht so gut im Delirium. Also schnell vorwärts machen. 3. Ach man, ich komme fast nicht vorwärts wegen zu wenig Mana. Da macht jemand Schaden. Ja, okay, 3 nur. Oder? Wir können den wieder wegmachen. Ah, jetzt hier durch geht's. Hier, nein. Ja, geh weg. Sehr gut. Ja, jetzt können wir nochmal kurz kämpfen, damit wir dann klar bei uns bleiben. Ja, okay. Wir kommen noch bis hierhin. Ja, die Map ist wieder kacke gewesen. Wir konnten nicht so weit vom Startpunkt entfernt hingehen. Also ihr müsst einfach so schnell wie möglich weg vom Startgebiet, aber dennoch Monster besiegen. Die geben aber mehr, wenn ihr weiter weg seid. Aber dafür sind sie auch viel schwer, die Gegner. Also, ihr müsst so ein bisschen abwägen, wo geht ihr durch, wie viele Gegner tötet ihr und wie starke Gegner möchtet ihr. Das müsst ihr abwägen in dieser Liga. Und das ist nicht so einfach am Anfang. Also ich hatte selber auch ein bisschen Probleme, zuerst mal zu checken. Ja, lieber ein bisschen weiter weg zu gehen. Ich wollte einfach nicht so weit weggehen. Also, wenn wir jetzt so schnell vorwärts kommen, dann könnten wir eigentlich... Ja, noch diese, diese Boss machen. Shibana, glaube ich. Die haben wir ja schon in Akt 4 besiegt. Aber da ist sie nicht so ein richtiger Boss gewesen. Götter einfach schnell stark werden. Akt ist so schnell stark wie er da. Ja, ja, Petey dann wieder. Ah, Petey ist ganz tot. Ja. Ja. Ich schaue mir halt eher das Spiel an als die Story und so sagen. Schon längere Zeit nicht mehr so richtig auf die Story geachtet. Ist klar. Aber dafür kommen ja eben Sinn und der eine andere helle Gott und so weiter. Eine richtige Liebesgeschichte zwischen zwei Brüdern, die unterschiedliche nicht sein können. Naja, es hört ja auf, stimmt. Das Gebiet hört auf, ich muss wieder zurück. Aber gut, dass wir das sofort gefunden haben. Ende. Hallo. Machen Sie vorwärts mit den Drops. Dankeschön. Das Spiel ist halt einfach manchmal einfach zu schnell und dann muss man wieder warten und das geht auf die Eier. So, oder auf die Nieren eher. Das Gehirn. So, sicher hier oben, ja. Wir sind schnell. Wir sind cool. Diesen Sky, ja. Immer diese kleinen Items einzusammeln, das geht einfach nicht.
Oh Gott, weil die Maus ist mega sensibel bei mir. Ja, ich kann sie wirklich einstellen noch. Also, nein, es geht nicht. Meine Maus kann man nicht umstellen. Das ist nur so 1200 DP und 800 DP. Und ich brauche 1000 DP fürs Optimal. Das geht nicht. Und komm, können und mehr brauche ich überhaupt nicht. Was sind denn das für arme Menschen mit ja, Bewegungseinschränkungen in den Händen? Das ist so extrem. Ja, je mehr sportlich ihr seid, desto. Ja, vielleicht können die eine Maus bewegen. Und ich bin einfach viel zu sportlich. Deshalb ist es bei mir auch mega sensibel, schon 1000 DP. Tja, ja, ja. So ist das. Der Mensch ist nicht auf Mäuse ausgelegt. Dann gibt es ja immer wieder mehr bessere Mäuse mit viel mehr DP-Einstellungen. Bis zu 20.000 hoch oder so. Ich glaube 18.000 gibt es jetzt momentan noch. Schon. Ja. Aber versteht ihr das Zeugs mit DPI? Also wie viel ihr genau braucht und so? Ich verstehe es irgendwie nicht so. Also, 1000. Ich brauche 1000. Wie viel braucht ihr? Mal gucken, wie ihr das gut findet. Und genau optimal eingestellt. Oder habt ihr eine Maus, wo gar keine DPI-Anzeige ist? Kann ja auch sein. Ja, vielleicht nachschlagen oder sonst irgendwas. Also ich weiß noch, früher hatte man den DPI-Wert nie. Man hat einfach mal, ja, Sachen gehabt wie, oh, Elementarwiderstände, Zauberschatten zu blocken, das ist sehr gut. Okay, nehmen wir. Weil man einfach so gesagt hat, ja, die Maus ist langsam, die Maus ist schnell. Ich war ja damals Informatik-Schnuppen, also, ja, nicht Lehrling, noch nicht Lehrling gewesen. Und hatten alle Kunden immer wieder gesagt, ja, ich habe so eine blöde Maus und ich habe so eine blöde Maus. Aber DP war da noch nicht bekannt. In der Schweiz. In der Schweiz sind wir sowieso ein bisschen spät dran. Beim neues Annehmen von den Engländern. Das ist Deutschland tausendmal besser. Deutsche nehmen ja gerne Sachen von den Amerikanern an. Weiß es nicht wieso. Weil sie halt nicht so einen Ländestolz haben vielleicht. Ja schon, aber das gar nicht so exakt nehmen. Die Schweiz. Ja gut, es werden einfach keine Skelette gespawnt. Dankeschön. Bin ich sehr nett, liebes Spiel. Hä? Ich hab gedrückt und es werden keine gespawnt. Muss natürlich zuerst wieder aufgeladen werden. Also kämpfe ich ohne Wahlskalibre. Ist halt blöd. Wenn's buggt. Wenn's buggt, dann ist es blöd. Ne, du machst ja sowieso keinen Schaden. Also, ja. Toll, jetzt sind wieder zu wenig Beschwörungen da. Ah ja, der Ding ist weg. Oder habe ich gar nicht beschwören. Der macht natürlich noch extra Schaden. Da geht alles auch schnell. Aber wieso kann man nicht eine Übersicht machen, was man aktiviert hat, wo man alles aktiviert hat? Einfach irgendwie eine Anzeige, oh, ich habe diese Buffs, also zwei von drei Buffs oder so, beschworen. Das müsste eigentlich eingebaut werden. Auch in Regnum und so, seht es. Dass man einfach die Übersicht hat, ah, man hat alles aktiviert, sehr gut. Hey, hallo. Okay, sehr viele Essenzen. Ich tue sicher dann bald mal hier aufräumen und du alles Schrott reintun, damit wir das im Part nicht machen müssen. Und ja, auch den guten Schrott. So, muss ich nochmals die zwei Schritte einhaben. Ich bin immer super vorbereitet, wie immer. Ja, es ist halt eben für mich halt nur ein Hobby. Und ich mache das schon viel zu lange an einem Tag. Also, dass ich an einem Tag schon recht viel Zeit investiere drin. Dass ich dann einfach nicht so viel Zeit investieren kann in ja, Vorbereiten vom Spiel und Nachbearbeitung und so. Deshalb bei mir recht normale Let's Plays ohne Schneiden, ohne Einblendungen, ohne Kurzschnitte und so.
Aber ich hoffe, es gefällt euch auch besser, weil, also, wenn ihr jetzt nicht unbedingt immer so unser Video bespaßigt werden, weil ich kann das nicht anhaben. Solche Let's Player sind für mich keine Let's Player mehr, sondern so Showboys, die keinen Respekt zu mir hegen. Ja. Eigentlich Respekt ist das Richtige. Ich will euch soll ich noch ein bisschen Respekt haben und alles zeigen können. Auch wenn es langweilig ist. Aber das dürft ihr immer gar nicht sagen und dann schaue ich, dass ich es natürlich nicht mache. So die Kunst, die Fans zu hantieren, Fans glücklich zu machen. Ja. Da bekomme ich aber schon gut Kommentare, aber alle halt positiv. So, jetzt ist leider schon fertig wieder mit dem Delirium. Die müssen wir nicht anquatschen. Messer nochmal. Ja, okay. So. Okay, das sind ein solche Gegner. Ich muss Salat essen, Tomaten. Nüsschensalat, also Feldsalat, ne? Wintersalat, das glaube ich auch irgendwo auf Deutsch. Ja, diese dicken Blätter da. Die kleinen dicken Blätter. Naja, der hat ja auch aber gut. Haben wir es nochmal gesehen. Oh, was ist denn hier gestorben? Das ist okay drauf. Das habe ich gerade getötet, man sieht es gar nicht mehr. Irgendwie spezielle, vielleicht ein Rocket Exile. Muss ich dann wieder in dem Video schauen. Ja, oder in den Kommentaren lesen. Ja. So, kannst du ein bisschen aufgeladen werden? Ja, natürlich nicht. Also zur Hälfte haben wir wieder aufgeladen. Gut. Naja, den setzen den Banner. Der Banner nicht erhöht. Nochmals ein Unique. Das ist, glaube ich, sogar ein gutes Schwert. Oder ist das das, was Energy Shield gibt? Ja, das, was Energy Shield gibt, aber Leben reduziert, genau. Haben wir leider schon, aber den haben wir noch nicht. Das ist der Bungis linke Hand mit Crit-Chance. Zweimal. Ziemlich gut. Aber den hier, ich habe noch keinen Weg gefunden, der den das Schwert braucht unbedingt. Ja, der könnte... So verhängliche Schneide könnte es schon sehr OP sein. Ein Crit auf Energy Shield basierender Charakter gibt es eigentlich gar nicht. Nur Magie. Hm. So. Dann. Muss ich mal kurz schauen, es hat gerade gekracht, ich muss es umgefahren wegen den Katzen. Haben wir noch Zeit? So. Hallo. Ja. Das Wichtigste ist mal, die Unix einzulagern. Also eben den haben wir schon mal vergleichen. 10 und 50, 50, 40, 10. Ist ja gleich, 48 und 18. Das ist genau das gleiche Schwert, nochmals gefunden, in den gleichen Stats. Ja gut, und das noch. So. Dann haben wir noch hier das erste Blocken. Jetzt machen wir noch ein neues Schild hin. Da hätten wir dieses Schild, was Minion den bietet. Das hier. Ja, das Schild machen wir. Tragen wir, damit die Minions immer Frenzy und Energy Ladung hat, also Raserei und Energie Ladung. Okay, das Maximum. Ja, jetzt, wie schnell geht's? Ach komm. Drei verschiedene Farben. Geht wieder nicht, weil das Schild eher Rüstung Energy Shield ist.
Oh nein, Mist. Lass ein bisschen runter. Na ja, wir haben genug. Oh, nicht mehr so genug. Okay, okay. Brauchen wir arktische Rüstung? Ne, also. Oh, Vergütung extra. Drago Baslerisch. Ich sag Vergütung. Gut, dann hätten wir noch mehr Angriffskraft. Weil die Minions jetzt auch critten. Haben sie schon ein paar? Noch keine? Okay. Ich mag die Bubbles. Bubbles ist so gut. Ja, jetzt haben sie Crit. Okay. Die Grünen sind raus, eigentlich Crit. Enchi sind blau. Okay. Jetzt haben wir aber keine Auren mehr. Ach, das ist wieder mal sehr interessant. Also, wie einfach wir stärker werden. Dadurch, dass wir die Unix schon haben. Ich hatte ja immer das Problem in den alten Let's Plays und so, dass ich kaum Items fand, weil ich ja nicht viel spielte. Jetzt findet man trotzdem recht viele Unix. Also zum Beispiel die Shield habe ich mehrere Seasons jetzt nicht gefunden. Weil ich zu wenig gespielt habe. Aber jetzt habe ich das direkt am Anfang mit dem ersten Charakter gefunden, oder? Und bin schon OP mit Minion Beats. Wenn ich diese Shield habe. Es ist zwar nicht das Maximum, ein Reckoning Shield ist noch besser. Aber dafür sind jetzt die Minions besser. Ein Reckoning ist, glaube ich, irgendwie so eine Art Konterattacke, die automatisch ausgelöst wird. Und die ist natürlich stärker, vor allem gegen Boss. Ja, das ist wie Futter. Ist gerade durch ein heißes Messer. Nein, das Messer fährt durch den heißen. Das heiße Messer fährt durch den kalten Butter. Ah, wie schön. Ich bin so konzentriert, dass ich einfach mich verrede oder Sachen nicht aktiviere, wie zum Beispiel ein Buff. Weil er nicht automatisch. Nein. Mann, ich habe noch einen Unique da. Ich rasche immer und aktiviere sie, damit ich ein bisschen mehr Erfahrung bekomme. Und tue die Items gar nicht einsammeln. Und jetzt muss ich sie halt auch einsammeln. Oh, jetzt ist hier ist noch ein Ding. Okay. Habe ich noch nicht genommen. Okay. Wo ist der Crafting-Tisch da? Okay, ein Unique hat nur, weil das Level viel zu klein und zu kurz ist. Also zu wenig Gegner hat. So, mit der Delfen macht sicher mega Spaß, dass man endlich auch nicht mehr so viel Schaden bekommt. Brauchte unbedingt schon lange einen Ding-Bild, einen defensiven Bild, oder? Nur die zeitlichen, also es ist halt immer langweilig gewesen, einen defensiven Bild hochzuleveln, habe ich nie so richtig gemacht. Aber so ein Skeletten-Necromancer war auch mega defensiv, mit den verschiedenen Buffs da mit den gleichen Buffs. Schaut, wie stark die Minions jetzt sind. Das ist unglaublich. Oh je. Falsch gelaufen. Das ist extrem. Die One-Hitten alle. Alle durchgehend. Das ist kein Spiel mehr. Das ist ein Simulator fürs Herumlaufen. Das ist einfach viel zu OP. Aber eben, das Endgame ist ja wichtig. Und deswegen geht es so schnell wie möglich ins Endgame. Aber das ist schon schwer. Viel schwer. Ja, gut. Wer ist jetzt ein bisschen zäh? Manchmal sind sie schon ein bisschen zu zäh. Vor allem Resistenzen, in denen 99% alles abgeblockt wird. Und so weiter.
Ja, da können wir hohe Zahlen jetzt erreichen. Auch denke ich bald noch eine Nachfolgefahrt. Aber eigentlich gefällt mir der Charakter jetzt momentan am besten, muss ich den Blut Gladiator nicht aufleveln. Also wird wahrscheinlich dann im nächsten Video schon wieder weiter sein, damit wir auch den möglichen Endgame zeigen können. Oh, den brauche ich großzügig. Das ist wichtig. Also ich habe ein Bild eigentlich nicht. So. Können wir nochmals entfliehen? Ja. Nochmals entfliehen? Nicht? Okay, schade. Ja, ihr seht, wie schnell man sein muss, um lange Strecken auszuhalten. Ja, ich würde schon gerne Lead Gladiator eher mit Metal machen als Zweitcharakter. Also machen wir das und machen den weiter noch ein bisschen. Ja, okay, ich werde den Charakter doch weitermachen. Es ist nicht so spannend, nämlich. Ich habe ja gesagt, ich zeige das Labyrinth, aber ich zeige dann eher das Übel-Labyrinth ganz genau, wie das so geht. Aber bis dann haben die Leute, die das auch wissen wollten, auch draußen. Es geht, es ist nicht so schwer. Einfach, ja, durchlaufen. Wir müssen nicht alle Räume erkunden. Nicht alle Fallen ausprobieren, wie sie schmerzen. Am besten immer durchlaufen. Es gibt nicht so viel Loot im Labyrinth, außer in den Kisten. Und dafür gibt es Tipps im Internet, wie man Schalterrätsel löst. Also wenn ihr an einem Schalterrätsel seid, einfach kurz ins Internet. Power-Lab heißt es, glaube ich. Und dort gibt es ein Schalterrätsel auflösen. Könnt ihr sehen. Ah, sind ungefähr 9 Schalter und die sind so angeordnet, dass ihr am Anfang zum Beispiel in den Ecken an sind und in den Mitten aus. Und dann heißt es also, müsst ihr zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 Schalter. Das seht ihr ganz genau. Ah ja. Okay. Aber wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr ein bisschen verloren und müsst es halt einfach ausprobieren, wie es klappt. Ja, das ist auch immer ein Problem. Wenn man es mal anrührt, dann ist man einfach klar. Sind wir vor dem Anrühren schon lösen knacken, sonst seid ihr zu lange dran. Ja, das hatte ich mal, dass ich Ewigkeiten ein Rätsel nicht lösen konnte, wo ich es wollte. Das hat immer im Überlapp noch natürlich noch schwieriger. Ja. Bei Izaro einfach den Attacken ausweichen, bitte. Ja, die machen so viel Schaden, dass sie dich killen, wenn du nicht gerade so stark gezählt bist. Ja, ja. Aber das ist eine Sache für sich, also. Einfach üben, 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 dann geht's. Wieso gehen die jetzt so schnell? Irgendwie in diesem Gebiet waren sie doch viel schneller, langsam. Ja, das Gebietsbast macht es besonders viel Schaden. Also dieses Unkraut, das wir ausgelassen haben, das mache ich später. Ja, diesen Boss für den Pantheon-Screen. Also. Ja, wir haben das Gebiet. Okay, machen wir das jetzt noch. Ja, das Video hat jetzt auch schon langsam zu lange. Also muss ich ja nicht zeigen, ist nur Unkraut. Das Gift spielt. So. Ja. Bis nächstes Mal. Tschüss.